Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück Richtung Hyliasee. Oh. Wir sprechen mal mit ihm hier. Ups. Falsche Taste. Okay. Oh, bist du etwa dieser Mensch, von dem wir die anderen Goronen berichtet haben? Aber schau dir nur mal diesen Felsen an. Ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat? Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Ja, wollten wir eigentlich. Wenn ich etwas Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig noch einmal an. Okay, das heißt, wir brauchen also Quellwasser. Damit wir da wieder durchkommen. Na gut, ich sag mal, es war ja eigentlich anders gedacht. Aber das hier gilt wahrscheinlich nicht als Quellwasser, ne? Haben wir überhaupt? Falsche Taste. Ihr kennt das ja. So, Milch halb voll. Ich glaube, die können wir ihm wahrscheinlich nicht geben, aber ich lege sie mal trotzdem dahin. So, wir trinken das einmal. Das nennt sich, du hältst Wasser. Wir versuchen mal, ob das trotzdem geht. Ich glaube es zwar nicht, aber versuchen kann man es ja mal. So, da ist der gute Gorone. Okay, wenn ich etwas Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht Okay, wir brauchen also auf jeden Fall Quellwasser. Das reicht nicht. Na gut. Es war ein Versuch wert. Okay, also wir müssen uns jetzt innen im Schloss dann wohl Quellwasser besorgen. Ja, was gibt es denn sonst so Neues bei euch? Was spielt ihr gerade? Gerne in die Kommentare damit, würde mich freuen. Bei mir gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Zum einen sind wir endlich bei Ocarina of Time weiter, vielleicht diejenigen, die es verfolgen, wissen es. Endlich aus dem blöden Wassertempel raus. Ich hoffe, dass das jetzt dann wieder ein bisschen angenehmer wird. Und ansonsten, ich habe am Samstag habe ich etwas Neues für den Kanal bestellt. Und zwar ein schönes Intro. Ich bin gespannt, wenn es fertig ist. Aber ich glaube, das wird gut. Wir sprechen mal hier mit ihm. Papa verkauft frisches Quellwasser, aber in letzter Zeit kommt keine neue Ware. Deshalb hängt er den ganzen Tag am östlichen Tor rum. Wenn ich mit ihm reden will, seufzt er einfach nur. Ich mache mir wirklich Sorgen um ihn. Wenn das so weitergeht, nimmt es ein böses Ende mit meinem Papa. Kannst du nicht irgendwas tun? Am östlichen Tor. Das heißt, der müsste der Theorie nach sich hier hinten irgendwo befinden. Ja, ich habe ein Intro bestellt. Und zwar von demjenigen, der für Debitor das Intro gemacht hat. Ich bin sehr gespannt drauf, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das ein ziemlich cooles Intro wird. Lasst euch überraschen. Sprechen wir mal mit ihm. Der Mann dort drüben scheint mir irgendetwas sagen zu wollen. Den da meine ich. Direkt dort drüben. Siehst du? Er schaut immer zu hierher. Wo denn? Ach, hier. Der Mann, der die ganze Zeit hierher schaut. Was mag der nur sagen? Siehst du ihn nicht? Den dort drüben meine ich. Der schaut immer zu hierher. Ja, ihr seid auch echt bekloppt, Okay, wir gehen mal. Das müsste ja eigentlich das Osttor sein, oder? Okay, hier ist ihr Papa aber nicht, ne? Nein, das ist nicht der Papa. So, das ist definitiv nicht der Vater. Okay.
Wir laufen da einfach mal durch. Und gucken da mal weiter. Irgendwie müssen wir ja denjenigen finden, der das Quellwasser eventuell kriegen könnte. Achso, dann können wir mitnehmen, den Knochen. Haben wir noch den Hund hier irgendwo? Hier, ne? Lauf. Okay, das funktioniert nicht. Ich dachte, er würde eventuell hinterherlaufen. Na gut, was betrachtet wir denn hier denn sonst als Osttor? Das hier ist ja mit Sicherheit kein Quellwasser. Das ist ja auch wieder normales Wasser. Okay, da kommen wir eh nicht dran. Gut, wir brauchen Quellwasser. Wo kriegen wir Quellwasser hier? Wir sprechen einfach mal noch mit ein paar Leuten. Oh, hier eine Laberrunde. Vielleicht eine kleine Spende für den Frieden Hyrule? Ich sag mal nein, danke. Nur der Gläubige wird errettet werden, also glaube besser meinen Worten. Nö. Machen wir nicht. Machen wir nicht. So, das sind wohl die Wachen Hyrules. Wir gehen mal hier gucken, ob da irgendwer steht und wartet. Okay, ich glaube, dann meinte sie tatsächlich den Goronen oder er, der dort draußen wartete, der uns auch nach dem Quellwasser gefragt hat. Es ist für mich jetzt gerade eher die Frage, wo kriege ich das Quellwasser her? Ob nicht bald die Show anfängt? Der Showmaster ist einfach toll. Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich live zu hören. Macht da bald jemand auf? Können wir mal da reingehen? Junger Freund, willkommen im Reich der Träume und Hoffnungen. Hier kannst du dich wohl, fühlen wie ein echter Star im Zirkus und gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Ja, du hast richtig gehört, hier kannst du dich bei der Star Challenge vergnügen. Die Regeln sind ganz einfach. Sammle alle Sterne schnellstens ein, bevor die Zeit abgelaufen ist. Schaffst du doch, oder? Ist doch ein netter Name, oder? Also, was ist? Sei kein Trauerklos, für lumpige 10 Rubine kannst du dich der Herausforderung stellen. Bist du dabei? Nö. Unmöglich, du enttäuschst mich, junger Freund. Hast du keine Angst, dass jemand anders an deiner Stelle der Star in diesem Spiel werden könnte? Das können wir immer noch machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es ist. Wir machen das jetzt einfach mal. Ah, mein junger Freund, du willst doch sicher die Herausforderung annehmen, oder? Es kostet dich nur 10 Rubine. Da wir ja 300 voll haben, machen wir das jetzt. Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, aber sobald du den Käfig betrittst, also gib alles. Alles klar? Dann los. Okay, wir versuchen das jetzt einfach mal. Okay. Wahrscheinlich der falsche Weg so. Wir müssen auf jeden Fall einmal hier außen rum, um die alle zu kriegen. Aber das ist, boah, das ist aber hart. Ja, das war doof. Oh nein, was für ein Jammer, junger Freund. Und gar nicht so einfach, ein Star zu werden, oder? Was machst du denn für ein Gesicht? Wenn du es nochmal probieren willst, bist du mit 10 Rubin dabei. Also lieber nicht. Aber egal, ich warte hier, bis du den nächsten Versuch wagst. Tausend Dank. Okay, gut, wir gehen hier raus. Da gibt es kein Quellwasser. Und wir gehen hier nochmal ein Stück weiter. Ich glaube, hier ist ein Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Da gucken wir da mal nach. So, wer bist du? Was? Was ist denn? Hast du etwa bei Agneta etwas zu erledigen?
Du siehst nicht aus wie einer ihrer Freunde. Ja, du auch nicht eigentlich. Prinzessin Agneta. Na gut, wer bist du? Unglaublich! Die Vorhersage hier trifft ja wirklich ein. Mir wurde vorher gesagt, wenn ich vor dem Laden stehe und warte, dann werde ich von dem Mann meiner Träume angesprochen. Und das stimmt doch sicher. Also, entschuldige, aber du bist wirklich nicht mein Typ. Okay, ein Laden. Wir gehen einfach mal gucken. What the... Willkommen bei Magikönner. Wenn du willst, öffne ich dir die Tür zu deiner wahren Bestimmung. Willst du etwas über dein Schicksal erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Für nur 10 Rubine öffnet sich dir die Tür zu deiner eigenen Zukunft. Wirst du durchschreiten? Aber unbedingt. So sei es. Nun, welche Tür soll ich für dich öffnen? Arbeit? Ich habe es vernommen. So will ich dir denn die Aufgabe enthüllen, die deine Harren. Gut, es sei. Kalimba, Karamba, Zarimba, Zalamba. Zabam! Was du suchst, ist unter Sand verborgen, voller Sand. Willst du es finden, fliege dorthin, wo du Sand vermutest. Hat es dir gefallen? Verlierst du dein Ziel wieder aus den Augen, komm jederzeit erneut vorbei. Okay, Sand. 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 Ja, ist klar, Sand. Natürlich. Natürlich. Sand. Gut. Also eigentlich nicht, weil... Wir sprechen mal mit ihm. Was ist denn? Wenn du zur westlichen Straße willst, folgst du am besten diesem Pfad. Wenn du über diese Straße die Stadt verlässt, kommst du zur Ebene von Hyrule, wenn die Straße bis dorthin führt. Papa Fokka. Ja, hatten wir ja schon. Moment, wir sprechen mal gerade. Solches Quellwasser, aber in letzter Zeit kommt keine neue. Am östlichen Tor rum. Komisch. Okay, wir schauen mal gerade hier rein. Ja, ich habe jetzt einen Räusper-Taste, insofern nicht wundern, wenn zwischendurch mal komplett still ist. Dann nutze ich die Gelegenheit zu lesen und zu räuspern. Wie geht's eigentlich der kleinen Ilya? Ich bin sicher, Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerung zurückzubringen. Aber du solltest dich erstmal um dringende Dinge kümmern, die anstehen, wenn du nicht weißt, wo du an... Okay. Ja, das mit der Gerudo-Wüste wusste ich ja schon. Wir brauchen Quellwasser. Immer noch. So, da habe ich die Räusper-Taste mal wieder vergessen. Vielleicht sollte ich mir die auf den Controller legen. Gut. Da geht's ja nur zum Schloss weiter. Da kommen wir eh nicht dran. Tja, das bringt eigentlich überhaupt gar nichts. Irgendwie müssen wir an Quellwasser kommen. Was? Was zum? Ist das nicht der kleine Held, der den Sora Jung gerettet hat? Obwohl ihm das so gar nichts einbringt. Was führt dich hier? Eine Untersuchung? Aber Geld hast du doch wohl. Übrigens, diese kleine Ilya, sie hat nicht zufällig über mich gesprochen. Wenn ich dich untersuchen soll, das kostet eine Kleinigkeit, klar. Nein, Probleme mit dem Geld habe ich keine. Schließlich bin ich eine Koryphäe, die Patienten kommen von überall zu mir. Wenn du mir nur meine Zeit stehlen willst, dann mach, dass du fortkommst.
Und die Kleine, die hat wirklich nichts von mir erzählt. Da gibt es doch mit Sicherheit hier noch mehr als das, oder? Kein Geld dabei und untersuchen soll ich dich auch nicht. Dann sicher, dann stell dich fort. Ich bin ein viel beschäftigter Mann. Ja, sieht man, du stehst hier einfach nur rum und wachst. Können wir da... Nein, wir können uns hier nicht rollen. Okay, das ist quasi nochmal derselbe Satz. Wir kommen auch nicht an ihm vorbei. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Das hätte ja sein können. Entschuldigt, wenn ich da gerade eben kurz nichts gesagt habe. Das lag daran, dass ich eine komische SMS von dem E-Postbrief gekriegt habe. Und da wollte ich mal eben drauf gucken. Man hätte es sich aber sparen können, sagen wir so. Gut. Ja, wir haben eigentlich, wie gesagt, nicht wirklich viele Möglichkeiten hier. Und das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir Quellwasser brauchen. Gucken wir nochmal, hier ist ja scheinbar auch irgendwas, wo wir noch nicht waren. Hier. Gucken wir mal, was steht da drauf? Casa Giovanni. Okay, da gehen wir mal rein. Abgeschlossen. Na super. Moment mal. Wir werden mal zum Wolf. Ah, hallo. Ich bin zum ersten Mal in dieser Stadt, deshalb suche ich eine Luise, die sich hier wohl gut auskennt. Weißt du vielleicht, wo ich das Wirtshaus finde? Da hört man doch Stimmen aus Giovannis Haus. Vielleicht gibt es ja einen Grund, dass er nicht herauskommt. Normalerweise treffen wir uns ja immer direkt vor Giovannis Haus. Wenn der Boss nicht rauskommt, dann sollte das Treffen vor meinem Haus abgehalten werden, meine ich. Okay, das ist nochmal dieselbe Katze. Was macht Gregor nur die ganze Zeit in dem Haus? Der Regen hat den Boden aufgeweicht, da könnte man sicher rein, wenn man unter der Mauer sich ein wenig durchgräbt. Ja, das machen wir jetzt auch einfach mal. Giovannis Haus. Ach, den kennen wir doch, oder? Wir gehen, wenn jetzt... Okay. Na, Clever, du siehst es ja. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. So ist es richtig. Nur noch 18 Geister, dann hast du es geschafft. Okay, das war er hier. Okay, hier gibt es, glaube ich, sonst von uns nichts Relevantes. Dann wühlen wir uns hier wieder raus. Da kommen sie direkt alle wieder auf uns zu. Gut, wir machen uns dann wieder zum Menschen. Gut, also eigentlich nicht, weil... Gut, wir können jetzt hier immer noch reingehen. Da war ich drin. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein, da waren wir nämlich noch nicht. Agnetas Zimmer. Okay. Nanu, ich dachte schon, du wärst eine besonders fette Heuschrecke. Aber wenn ich mir so deine Kleider ansehe, dann bin ich sicher, dass du auch ein großer Insektenfreund bist. Stimmt's? Verzeih, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Agneta, die Prinzessin des Insektenreichs. Ich habe die 24 goldenen Insekten dieser Welt zu einem Ball eingeladen. Aber sie kommen und kommen einfach nicht. Ich fürchte, sie haben sich irgendwo verirrt. Wenn du sie siehst, würdest du sie wohl hierher in mein Schloss bringen? Wenn du Insekten findest und hierher bringst, gib sie einfach mir, ja? Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Wir haben ja schon welche gefunden hier. Geben wir ihr das schon mal. Aber du Marienkäfer weiblich, bist du es wirklich? Ah, der Marienkäfer.
Wenn ich nur ein wenig kleiner wäre, würde ich mit ihm irgendwo hinfliegen. Danke, danke, ich bin so glücklich. Vielen Dank, dass du dieses Insekt mitgebracht hast. Ehrlich gesagt, habe ich dir nicht wirklich getraut. Ich bin wohl eine ziemlich miese Prinzessin. Wenn du das nächste Mal hierher kommst, teile ich mein Glück mit dir. Nimm das hier, um es darin aufzubewahren. Große Geldbörse erhalten. Hier kannst du bis zu 600 Rubine aufbewahren. Juhu! Übrigens, da wo du das Insekt Marienkäfer weiblich findest, muss es auch ein Gegenstück dazu geben. Wenn von allen Insekten ein Paar da ist, werden wir alle sehr glücklich sein. Wir haben ja noch eins. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Das hat sie ja schon. Eine komplett goldene Schnecke männlich gefunden. Aber du Schnecke männlich bist du es wirklich. Ah, die Schnecke nur ein einziges Mal. Würde ich mich auch so gerne so schleimig fühlen. Danke, danke. Ich bin so glücklich. Ich muss dir danken. Hier, nimm das für deine Mühe. Ein violetter Rubin. Er ist 50 Rubine wert. Nur noch 22 Insekten. Es muss von jedem Insekt ein Paar sein. Bitte suche doch auch die Partner für die, die noch alleine sind. Machen wir aber nicht jetzt. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch hier eben vor die Tür. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann am Mittwoch. Nee, am Donnerstag. In der nächsten Folge The Legend of Zelda Twilight Princess wieder. Ja, bis dahin. Wir sehen uns dann. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auf der linken Seite jetzt den Link zur Playlist finden. Darunter könnt ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren und ihr könnt mir auf Twitter folgen, wodurch ihr dann Neuigkeiten zu meinen Videos als Erste bekommt. Auf der rechten Seite habe ich euch noch andere Projekte zusammengestellt, die euch eventuell auch interessieren könnten.